Und schon wieder, das ist wirklich der Hammer. Immer wieder werden neue schwarze Löcher entdeckt und immer wieder gibt es neue Hinweise auf noch mehr schwarze Löcher. Müssen wir jetzt wirklich langsam die Theorie der dunklen Materie über den Haufen werfen? Sind die schwarzen Löcher einfach die Triebfeder von allem im Universum? Ja, es liegt nah. Jetzt in Klicks zum Science Fiction. Herzlich willkommen. Also, jetzt mal ganz konzentriert. Wenn ich mir so ansehe, wie oft ich in letzter Zeit Videos über schwarze Löcher und ihre Bedeutung gemacht habe, Wahnsinn. Und wenn ich das alles mal so zusammenfasse, dann ist das wirklich ziemlich beeindruckend. Jedes Mal kommt heraus, es sind mehr. Sie spielen eine größere Rolle. Und es gibt ja Theorien, die sagen, dass sie die dunkle Materie sind. Aber erstmal eine aktuelle Studie. Es wurden in der Vergangenheit ja schon ziemlich gigantische schwarze Löcher gefunden, die ohne Galaxie, wo sie ja eigentlich im Zentrum sein müssten, durch das All fliegen. Es wird vermutet, dass sie bei Kollisionen von Galaxien ins All geschleudert wurden. Jetzt hat aber eine Forschungsgruppe Hinweise auf zusätzliche, supermassereiche schwarze Löcher in den Außenbereichen von Galaxien gefunden. Michael Tremmel von der Yale University in den USA hat mit seinem Team jedenfalls ein auf Galaxienentstehung spezialisiertes Programm Simulationen erstellen lassen und das Ergebnis sind zusätzliche supermassereiche schwarze Löcher. Die befinden sich in der Halo, also dem Außenbereich von Galaxien. Ursache sind wohl die Kollisionen von Galaxien miteinander, nach denen diese supermassereichen schwarzen Löcher eben nicht in das Zentrum der neuen zusammengebildeten Galaxie gestürzt sind, sondern eben im Außenbereich geblieben sind. Im Gegensatz zum Normalfall. Zitat: Es kann aber auch vorkommen, dass dieser Prozess stoppt und die supermassereichen schwarzen Löcher das galaktische Zentrum gar nicht erreichen, so das Forschungsteam. Also der Prozess des ins Zentrum stürzen, der wird dann gestoppt. Und das Forschungsteam hat auch ausgerechnet, wie viele dieser supermassereichen schwarzen Löcher sich im Außenbereich einer Galaxie befinden. Es sind mehr als 4 supermassereiche schwarze Löcher. Also insgesamt gibt es demnach im Universum 5-mal mehr supermassereiche schwarze Löcher mit Millionen und Milliarden Sonnenmassen als bisher angenommen. Und das ist nicht das erste Mal, dass zusätzliche schwarze Löcher entdeckt werden. Erst letztlich wurde ja festgestellt, dass es viel mehr riesige Sterne gibt als bisher angenommen. Untersuchungsobjekt war die Magellanische Wolke. Im dortigen Sternbildungssektor 30 Dorados gibt es 1000-mal mehr Sonnenmassen, die dort pro Jahr entstehen. Und was da entsteht, ist absolut spektakulär und wirft alles um. Denn es werden dort viel mehr große, massereiche Sterne produziert, als eigentlich bisher angenommen. Und das ist wirklich frappierend. Zitat: Wir waren enorm überrascht, als wir feststellten, dass 30 Dorados so viel mehr massereiche Sterne gebildet hat, als erwartet. So Erstautor Fabian Schneider von der Oxford University. Sie sind zwar immer noch seltener als kleinere Sterne wie unsere Sonne, aber sie machen einen deutlich größeren Anteil am Gesamtgewicht aus, weil sie so viel schwerer sind. Ein Beispiel ist R136A1, der blaue Überriese. Der wird auf 300 Sonnenmassen geschätzt und leuchtet, Achtung, 8,7 Millionen Mal heller als die Sonne. Wahnsinn. Zitat: Unsere Ergebnisse legen nahe, dass der größte Anteil der gesamten Sternmasse nicht in massearmen Sternen steckt, erklärt Mitautor Chris Evans vom Royal Observatory in Edinburgh. Die Ergebnisse sind absolut umwerfend. Sie bedeuten, dass es rund 70% mehr Supernovae gibt als bisher angenommen und weiter aus diesen Riesensternen entstehen mehr und größere schwarze Löcher. Da viele dieser Riesensterne zu schwarzen Löchern zusammenfallen, vermuten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass, und jetzt bitte hinsetzen, es 3-mal so viele schwarze Löcher gibt, als bisher gedacht. Bäm! Also immer mehr und auch immer mehr und größere schwarze Löcher, die gefunden werden. Und da bin ich wieder bei meiner Lieblingstheorie. Was wäre, wenn der Hauptbestandteil des Weltalls schwarze Löcher wären, also massemäßig, dann gäbe es keine dunkle Materie und die schwarzen Löcher müssten die fehlende Masse darstellen, weswegen die dunkle Materie vermutet wird. Warum? Das ist ganz simpel. Womit wir dabei wären, dass plötzlich alles ganz einfach wäre. Die dunkle Materie ist ja vermutet
und noch nicht bewiesen mit ihrer Gravitation dafür verantwortlich, dass sich Galaxien anders verhalten, als sie würden, wenn sie nur aus Materie bestehen würden, also sichtbarer Materie. Die Sternsysteme am äußeren Rand bewegen sich viel schneller als erwartet, also wenn nur die sichtbare Materie vorhanden wäre. Aber genau dieses Verhalten könnten ebenso schwarze Löcher verursachen. Sie kennen wir schon und wir wissen sehr genau, was sie verursachen, nämlich genau das. Und wenn man sich auf Wikipedia den ersten Satz zur aktuellen Beschreibung der dunklen Materie ansieht, dann ist das eine absolute Erleuchtung. Dunkle Materie ist eine postulierte Form von Materie, die nicht direkt sichtbar ist, aber über die Gravitation wechselwirkt. Und auf was trifft genau diese Beschreibung zu? Exakt auf schwarze Löcher. Das würde auch erklären, warum die seltsamen Teilchen der dunklen Materie nie gefunden wurden. Und es gibt eine wissenschaftliche Arbeit dazu. Alexander Kaschlinski vom Goddard Space Flight Center der NASA hat dazu eine Studie veröffentlicht und die ist simpel und einfach mindblowing. Seine These: Zuerst sind in unserem Universum die schwarzen Löcher entstanden, sogenannte primordiale schwarze Löcher. Sie bilden die dunkle Materie und haben überhaupt dafür gesorgt, dass die Materie, die nicht in sie gestürzt ist, Sterne, Sternsysteme und Galaxien bilden konnte. Sie war nämlich eigentlich zu heiß dafür. Die schwarzen Löcher haben sie durch ihre Gravitation erst so komprimiert, dass sie Gestirne bilden konnte. Zitat: Diese Studie macht sich zum Anliegen, verschiedene Ideen und Beobachtungen zusammenzubringen und zu untersuchen, wie gut sie zusammenpassen. Und sie passen überraschend gut, sagt Kaschlinski. Wenn das alles korrekt ist, dann sind alle Galaxien, eingeschlossen unsere eigenen, in eine gewaltige Sphäre von schwarzen Löchern eingebettet, von denen jedes rund 30 Mal massereicher ist als die Sonne. Die größten schwarzen Löcher und die durch das Verschmelzen von schwarzen Löchern entstanden sind, haben dann Materie um sich gesammelt und so die Galaxien gebildet. Und diese Sphäre von schwarzen Löchern, die scheint jetzt Stück für Stück entdeckt zu werden. Wenn ihr als erstes Neues zu diesem Thema, also schwarze Löcher und dunkle Materie, und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann addet meine Telefonnummer hier bei WhatsApp. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video täglich garantiert. Und für jeden, der draufklickt, gibt es in der Begrüßungsnachricht ein kleines cooles Goodie. Einfach hier draufklicken und gut durchlesen und natürlich nicht das Abo mit der genau Glocke vergessen. Hier geht es weiter, also hier dafür auch draufklicken. Die Geschichte des Universums muss umgeschrieben werden. Da geht es auch um dieses Thema etwas ausführlicher. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.